Um die Zugriffsrechte einer Datei festzulegen, klickt man mit der rechten Maustaste auf eine Datei, geht auf Eigenschaften, klickt auf den Reiter Zugriffsrechte und das Einstellungsbild sieht dann so aus. Das Einstellungsbild kann man aber auch verändern. Das heißt, die Zugriffsrechte kann man dann nach Unix-Art festlegen. Um das zu erreichen, klickt man auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor, macht einen Doppelklick auf Apps, einen Doppelklick auf Nautilus, einen Klick auf Preferences, geht zum Schlüssel Show Advanced Permissions, setzt ein Häkchen und das war's auch schon. Und das Einstellungsbild sieht dann so aus.